Da ist nichts zu plündern. Schade. Cavalon, du hast echt aufgeräumt. Gut, darf ich? Danke. Hier sogar Dings. Heiltrank. So, hier eine rostige Axt. Und sie ist auch... Sie ist in der Tat stärker als meine, benötigt aber eine Stärke von... Tja, 40 und Zweihandwaffenkenntnis. Ergo, ich kann damit gerade noch nichts anfangen. Hellkraut. Tja, notfalls Dunkelpilze. Warte mal, habe ich zufällig 10 Dunkelpilze? 9 Stück, Mann! Aber ich finde davon noch welche. Bestimmt. Ich will die Steine aufheben. Blauflieder. Da unten seht ihr das? Das sind Keiler. War ich jemals da unten? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meinem Gothic-Durchspielen jemals da unten war. Blauflieder. Wartet. Rolle, Lederbeutel. Oh, im Lederbeutel ist immer Geld drin. Die müssen wir dann immer... Oder Gegenstände. Die müssen wir dann immer sofort aufmachen. Warte, wo habe ich ihn denn da? 25 Gold. Geht doch. Wir brauchen, glaube ich, 1000 Gold oder so, um in die Stadt zu kommen. Oder 100. Irgendwie so war das. Cavalon, was hast du zu sagen? Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle versteckt halten. Du tötest einen und kurze Zeit später sind sie alle wieder da. Moment mal, ich kenne dich doch. Du bist doch der Kerl, der mich damals im Minental ständig um Pfeile angebettelt hat. Also ich, ja, Cavalon, richtig. Dein Name ist Cavalon, richtig? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen, nach allem, was wir durchgemacht haben in der verfluchten Kolonie. Wo willst du eigentlich hin? In die Stadt. In die Stadt. So, so. In die Stadt also. Du könntest Probleme mit den Wachen kriegen. Die lassen nicht mehr jeden rein, seit es hier in der Gegend vor Banditen wimmelt. Hier ist in den letzten Tagen einer dieser ehemaligen Psioniker aus dem Minental vorbeigekommen. Er meinte, er geht ständig ein und aus in Korinnes. Er ging in das Tal unter dem großen Turm. Irgendwo bei dem Wasserfall dort muss es einen Weg dorthin geben. Vielleicht solltest du mit dem Typen mal sprechen. Du meinst Lester, hab ich schon. Ah, interessante Rüstung, die du da trägst. Interessante Rüstung, die du da trägst. Gehörst du nicht mehr zu den Schatten? Schatten? Die gibt es seit dem Fall der Barriere nicht mehr. In dem Moment, als wir endlich das Minental verlassen konnten, gab es für mich keinen Grund mehr daran festzuhalten. Ich arbeite jetzt für die Wassermagier. Ich gehöre zum Ring des Wassers. Oh ja, und das wird noch wichtig. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich sitze hier fest. Wenn diese verdammten Banditen nicht gewesen wären, wäre ich gar nicht hier. Ah, erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Mir ist es eigentlich nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Alles, was ich tun kann, ist, dich zu Vatras zu schicken. Er ist der Vertreter der Wassermagier in Korinnes. Am besten, du redest mit ihm. Sag ihm, du kommst von mir. Mhm. Vielleicht nimmt er dich ja bei uns auf. Wir brauchen dringend mehr gute Leute. Kann ich machen. Waren du und deine Leute damals nicht mit den Wassermagiern verfeindet? Waren du und deine Leute damals nicht mit den Wassermagiern verfeindet? Die hirnverbrannten Zeiten von damals sind vorbei. Es gibt kein neues Lager oder altes Lager mehr. Jetzt, da die Sträflingskolonie nicht mehr existiert, ist jeder auf sich allein gestellt. Die meisten von uns ehemaligen Gefangenen werden immer noch verfolgt. Die Wassermagier konnten erwirken, dass mir meine Strafe erlassen wurde und ich mich jetzt frei bewegen kann. Was machen die Wassermagier jetzt? Was machen die Wassermagier jetzt? Sie sind an einer großen Sache dran. Es geht um einen unbekannten Teil der Insel. Ein unbekannter Teil? Wo soll der liegen? Mehr darf ich dir nicht sagen. Sprich mit Vatras in Korinnes. Was war mit den Banditen? Was war mit den Banditen? Hast du die letzten Wochen verschlafen? Ich rede von dem ganzen Gesindel aus der Strafkolonie, das sich hier in der Gegend breit macht. Plündern und morden, was das Zeug hält. Kann froh sein, dass sie mich am Leben gelassen haben. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Da haben sie mir von hinten eins übergezogen. Keine Ahnung, wie ich jetzt meinen Kram wiederkriegen soll. Du wurdest von den Banditen ausgeraubt? Du wurdest von Banditen ausgeraubt? Ja, niedergeprügelt und den Goblins zum Fraß vorgeworfen haben sie mich. Es waren verflucht wichtige Sachen. Ein Brief und mein ganzes Geld. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Aber ohne Rückendeckung gehe ich da nicht mehr hin. Dieses feige Lumpenpack. Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Vielleicht.
Aber so abgemagert, wie du aussiehst, hast du seit Wochen kein richtiges Schwert mehr in den Händen gehalten. Ey! Nun, ich habe wohl keine andere Wahl, als dein Angebot anzunehmen. Meine Zeit wird knapp, also pass auf. Den Weg hier runter ist eins dieser dreckigen Erdlöcher, in denen sich die Banditen gerne verstecken. Die Kerle dort sind genau die, die meinen Kram gestohlen haben. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, und dann schnappen wir uns das Lumpenpack. Na gut, theoretisch hat er ja recht. Ich meine, ich halte hier jetzt nicht mal jetzt ein Schwert in der Hand, sondern nur einen Stock. Ich brauche bessere Ausrüstung. Sehr viel haben die Schweine mir nicht gelassen. Ich kann dir ein Wolfsmesser geben. Reicht dir das erstmal? Messer ist gut. Aber wie steht's mit Heilung? Ich hätte hier noch zwei Heiltränke. Interesse? Klar, her damit. Yay, immer ein bisschen schnorren. Lass uns die Kerle aufmischen. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. Oder ihr grünes. In dem Fall speichere ich erstmal, ist ja klar. Und dann sollte ich mich ausrüsten. Da, das Wolfsmesser ist ein bisschen besser nämlich. Und, ich nehme einfach mal einen Heiltrank. Gut. Wir lassen dann das erstmal da. Das Wolfsmesser hat nur eine geringe Reichweite. Yay! Verdient, Mistkerl. Aber echt? Er hat schon einen Brief dabei, aber das ist bloß ein Steckbrief. Steckbrief von mir. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Was? Aber ich habe sein Gold und seine Waffe verloren. Sag mal, ich glaube, der Schlag auf dem Hinterkopf hat dir nicht nur dein Gedächtnis, dein Bewusstsein genommen, sondern auch noch ein bisschen deines Realitätssinns. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Mach sie fertig! Oh, das ist Brago, der Banditenanführer. Bams? Was? Danke. Das hast du verdient, Mistkerl. Da ist nichts zu holen. Gut. Nagelknüppel und Dolch. Du Arme. Die Waffe nehme ich mal besser an. So, das wäre erledigt. Sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Adanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Danke. Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was? Mein Name ist Dieter. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Einhandwaffen, darauf werde ich mich auch spezialisieren, aber Schleichen ist auch was Gutes. Aber erstmal Schleichen. Mit weichen Sohlen hast du eine größere Chance, dich deinen Gegnern zu nähern, ohne dass sie es merken. Und jetzt den Einhandschaden. Gut, danke. Und mehr Lernpunkte habe ich auch nicht. Besser so. Du hast eine Menge verlernt seit damals, aber das kriegen wir schon wieder hin. Yay. Gut, danke. Du darfst jetzt aufbrechen, ich bringe den Brief dahin. Keine Sorge. Das machen wir. So, 10 Dunkelpilze. Ich hoffe, das geht als Pflanze durch. Hier, wir können im Bett schlafen, da sind wir, glaube ich, ausgeruht. So, dann haben wir auch Pfeil und Bogen hier und ein bisschen Geld. Wir haben insgesamt schon fast 200 Gold. Und es gibt natürlich auch noch Greg zwischendurch. Greg. Ich gehe mal schlafen. Wir schlafen bis zum nächsten Morgen. So, sind wieder aufgefüllt. Suppi. Gut, Brago, Dings, jetzt liegen die einfach hier woanders rum. Ist egal, habe ich wahrscheinlich gemacht, als ich geschlafwandelt bin. Ist ja auch wirklich egal. Gibt's hier noch irgendwas zu looten? Nö, nichts zu plündern. So ein Mist aber auch. Gut, meine Fackel liegt da immer noch. Gut, genau das wollte ich auch wissen.
Und damit haben wir das hier ganz gut geschafft. Cavalon wird jetzt immer hier zu finden sein, bis er zum Treffpunkt aufbricht. Also bis ich Vatras das gesagt habe. Er ist entweder getriggert, dass er woanders hingeht. Ah, geht doch. Ich wollte schon sagen, warum nimmst du das nicht hoch? Muss ich den PC-Hero erst verkloppen? Ja, der Held hier ist der namenlose Held und im Konsolenbefehl heißt er einfach nur PC-Hero. Wenn man ihn zum Beispiel spawnen will, dann heißt das irgendwie Insert-ID PC-Hero. So war das, glaube ich. Ja, ich habe hier in dem Spiel auch sehr viel gecheatet, einfach nur weil es lustig war mit Riesenköpfen und so weiter. War eigentlich richtig zum Totlachen. Das waren Zeiten damals. Komm her! Ich habe kaum Reichweite mit dem Messer, das ist das Problem. Noch wenn es stärker ist. Bauerntechnik! Na? Na, er hat mich angegriffen? Ich hab nicht weder Geräusch gemacht noch eine Schadensanimation oder sonst was. So, gib mir das. Ist super. Gut, ansonsten scheinen wir hier auch gar nichts zu haben. Glaube ich. Jedenfalls kein überraschender Höhleneingang. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. War hier nicht noch was? Auf jeden Fall. Ah, die Heilpflanzen. Gut, damit habe ich auf jeden Fall davon mehr als Dings. Mana Bonus, bla. Wir warten erstmal ab. Es tropft. Ah, es fängt an zu regnen. Ich muss jetzt schnell rein. Verdammt. Ah, da ist ein Innos-Schrein. Zum Glück sind die nicht präpariert. Was ich mit präpariert meine, werdet ihr sehr, sehr viel später im Spiel erfahren. Gut, ich nehme hier auch erstmal all die Gaben, ist ja klar. Ich meine, ein bisschen Wasser, ein bisschen Fischsuppe kann ich gebrauchen, Blauflieder, ein Appel, nochmal eine Fischsuppe und natürlich ein bisschen Gold. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen beten, da werden wir nämlich erleuchtet. Ich will beten und spende 0 Goldstücke. Innos dankt für dein Gebet. Wir werden erstmal nichts spenden. Später bringt das, glaube ich, auch noch was, aber ich bin mir noch nicht sicher, was genau es bringt, beziehungsweise nicht mehr. Deswegen lassen wir es erstmal. Da hinten ist der Bauernhof, von dem Cavalon gesprochen hat. Nicht doch, nein, nicht Blut fliegen! Lass mich! Weg hier! Dann schon lieber die Wölfe, aber selbst die will ich gerade nicht. Es sind die Blutfliegen, die mir Angst machen. Goblins? Wo ist Greg? Da ist Greg. Ach du Schande, ich werde verfolgt. Greg, hilf mir! Greg! Wow. Hä? Das war's mit dir, Mistvieh. Seht ihr, wie stark der ist? Sieh an, wen haben wir denn da? Das ist Kanta. Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Wie kannst du wissen, wie ich aussehe, wenn ich nicht mehr mit dir spreche? Wir sprechen später Ich mit muss dir. weiter. Von mir aus. Das ist ein eingebildetes, blödes. Ihr wisst schon was. Ich will bloß die jungen Nichts zu Wölfe plündern. looten. Lässt du mich den looten? Anscheinend nicht. Und Greg ist irgendwo hier hinten. Ja, stimmt, er stand mehr in der Nähe der Stadt. Da hinten, ich sehe ihn. Zwar leicht transparent, aber ich sehe ihn. Jetzt lass mich endlich in Ruhe, Blutfliegen. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Habt ihr das immer noch nicht gerafft? Gut, sie lassen uns. Jetzt werden wir gegen sie kämpfen. Und dann werden wir mal gucken, was Kanta von uns will. Ich will wenigstens mal gegen eine Blutfliege gekämpft haben. Wartet mal, Goblins. Das ist bloß ein Goblin. Bauerntechnik. Was? Ich treffe nicht. Bams. Geht doch. Schwerer kahler Asten. Nochmal speichern. Bisschen Erfahrung mehr ist natürlich auch gut. Sagt mal, bin ich jetzt eigentlich Stufe 3? Ich bin immer noch Stufe 1.